Die DNX-Bewegung verhilft dir zu mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit. In diesem Podcast beantworten wir diese eine Frage: Wie kannst du von überall arbeiten, mehr Geld verdienen und gleichzeitig die Welt verändern? Wenn du die Antwort noch nicht weißt, bist du hier genau richtig. Alle Infos auf diesem Podcast sind 100% kostenlos. Bitte abonniere unseren Podcast und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Hello everybody aus Australien. Schön, dass ihr alle mit am Start seid und heute geht es um das Thema Sales Funnel. Was ist überhaupt ein Sales Funnel und wieso auch du einen Sales Funnel brauchst? Fangen wir erstmal mit der Begrifflichkeit an. Ein Sales Funnel heißt auf Deutsch übersetzt Verkaufstrichter. Und ein Verkaufstrichter ist ein Prozess, den du aufsetzt als Unternehmer, wenn du Produkte verkaufen willst. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass du als Unternehmer Sales machst, dass du als Unternehmer Umsatz generierst. Weil ohne Umsatz bist du nicht mehr lange Unternehmer. Darum muss jeder am Ende des Tages etwas verkaufen. Und gerade in Deutschland haben, glaube ich, viele Leute ein Problem mit dem Verkaufen. Es ist super spannend zu beobachten. Aber das rührt wahrscheinlich von der Historie, dass es viele shady Internetmarketer gibt oder auch draußen in der Offline-Welt, die Menschen irgendein Crap verkaufen wollen. Die Menschen Dinge verkaufen wollen, die sie überhaupt nicht brauchen und die Produkte im Worst Case auch noch richtig scheiße sind. Und deshalb ist jetzt auch meine Mission, ein bisschen aufzuklären, was ein Sales Funnel ist und wie ein Sales Funnel dir in deinem Business helfen kann. Ich habe dir dafür einen Slide mitgebracht. Alle, die später die Podcast-Folge hören, können jetzt den Slide natürlich nicht sehen. Aber das ist das, was kommt, wenn man nach Sales Funnel googelt. Und das ist die Google Image Search, die Bildersuche. Und wie du siehst, ist ein Sales Funnel immer so aufgebaut, dass oben Leads reinkommen, also potenzielle Kunden, Interessenten für dein Produkt. Und du diese Kunden dann durch einen bestimmten Prozess führst. Und wie du hier auf dem Slide siehst, gibt es verschiedenste Sales Funnels. Es gibt Sales Funnels, die sind so aufgebaut, den kennen wahrscheinlich viele, dass es auf einer Website ein Freebie gibt. Das ist beispielsweise ein E-Book oder ein PDF oder eine Checkliste oder ein Kapitel aus einem Buch, was man sich kostenlos runterladen kann. Und wenn du dir dieses Freebie runterlädst, musst du deine E-Mail-Adresse angeben. Und was dann passiert, wenn derjenige smart ist, er baut einen E-Mail-Cycle auf. Das heißt, er bekommt automatisiert E-Mails von dir zugesendet, indem der sogenannte Lead, also der Prospect, der Interessent, aufgewärmt wird, angewärmt wird, dich noch näher kennenlernt. Eventuell gibst du noch mehr Mehrwert for free raus. Und je nachdem, wie dieser Cycle aufgebaut ist, baut sich dann eine Beziehung auf, das sogenannte Rapport zwischen dir und dem Interessenten und irgendwann kommt dann das Verkaufsoffer, dein Produkt und der Kunde kauft. Und das könnte zum Beispiel ein typischer Sales Funnel sein. Ein anderer Sales Funnel kann sein, zum Beispiel eine Facebook-Ad, die auf eine Landingpage zielt, also den Traffic von der Ad verteilst du auf die Landingpage, dort gibt es ein Offer und danach hast du den Sale. Pardon. Oder eine Facebook-Ad auf ein Strategiegespräch. In dem Strategiegespräch wird festgestellt, ob derjenige zu dir passt, ob du ihm helfen kannst, dann gibt es ein Offer und danach ein Sale. Oder eine Facebook-Ad auf eine Facebook-Gruppe. In der Facebook-Gruppe lieferst du regelmäßig Mehrwert und Content für die Menschen in deiner Facebook-Gruppe und irgendwann machst du den Pitch für dein Offer und hast einen Sale. Also wie du siehst, geht es darum, den Kunden oder den Interessenten irgendwo abzuholen und dann durch verschiedene Stufen durchzuführen, bis du dann dein Angebot pitchst und daraus einen Verkauf generierst, also einen Sale machst. Und das ist so, so unglaublich wichtig, dass du selber einen Sales Funnel im Einsatz hast, wenn du selbstständiger Online-Unternehmer bist, weil das macht dein ganzes Bemühen und dein ganzes Marketing auch planbar. Das heißt, es gibt bestimmte Conversion Rates in den verschiedenen Stufen. Das heißt, wie gut konvertiert der Interessent in die nächste Stufe? Das Freebie. Laden sich vielleicht
30% aller Website-Besucher runter. Von diesem Free-Buy bleiben 20% in deinem E-Mail-Cycle. Von diesen 20% kaufen 10% dein Produkt. Und dann kannst du ganz genau ausrechnen, wie viele Interessenten du vorne oben in den Funnel quasi reinschieben musst, um am Ende eine bestimmte Menge oder einen bestimmten Amount an Umsatz, an Revenue zu generieren. Und das Ganze macht dann dein ganzes Marketing planbar als Online-Unternehmer. Und es gibt das planbare Marketing und das andere Marketing ist Hoffnungsmarketing, so nenne ich das. Und das Hoffnungsmarketing geht so, dass du viel, viel, viel Content produzierst ins Nichts hinein, vielleicht mit einem YouTube-Channel oder einem Podcast oder vielen Blogartikeln. Und du gibst im Grunde immer nur for free raus, raus, raus. Und was dann passiert ist, du hoffst, deshalb der Begriff Hoffnungsmarketing, du hoffst darauf, eine gute Beziehung zu deinen Interessenten aufzubauen, um irgendwann dein Produkt zu pitchen, vielleicht noch nicht mal richtig, weil du noch nie verkauft hast, weil du Angst vorm Verkaufen hast, weil du gerade in Deutschland Angst hast, irgendwas anzubieten, dass die Leute dich dann nicht mehr mögen könnten und hoffst dann darauf, dass irgendjemand aus Mitleid dein Produkt kauft. Und das sehe ich ganz, ganz oft bei vielen, vielen Online-Unternehmern. Und dabei musst du gar keine Angst haben, irgendwas zu verkaufen. Wenn du ein geiles Produkt hast, das anderen Menschen hilft, dann ist es sogar deine Pflicht, deine verdammte Pflicht, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass du ein Produkt hast, das anderen Menschen hilft. Und das kannst du auch ruhig mehrfach anbieten, weil man kann nicht überkommunizieren. Heutzutage ist alles so laut im Internet und die Menschen kriegen so viele Sachen in ihren Feed rein, dass wir merken es auch wieder bei den DNX-Tickets. Wenn wir sagen, wir schließen bald eine Verkaufsstufe, machen die nächste auf, dann kündigen wir das vielleicht im Newsletter an, bei uns in der Community, auf dem Podcast, auf Instagram. Und dann gibt's immer noch Leute, die sagen, wie? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Warum sagt ihr mir denn nichts? Ich wollte doch mein DNX-Ticket holen für einen günstigeren Preis. Also lerne, man kann nicht überkommunizieren. Du bist nicht so wichtig, wie du vielleicht denkst. Viele Menschen denken, sie wären so der Mittelpunkt der Erde. Oder der Nabel der Erde heißt das, glaube ich. Aber am Ende des Tages ist man mega, mega unwichtig und geht auch in diesem ganzen Noise ständig unter. Deshalb musst du genau wissen, wie du dich positionierst, wie du deine Kunden richtig ansprichst und wie du dann einen Sales Funnel aufbaust, um planbar Umsatz zu generieren. Und das nicht nur einmalig, sondern jeden Monat. Monat für Monat Umsatz zu generieren, ist das Ziel von einem Sales Funnel. Und dadurch, dass du das Ganze planbar machst mit einem Funnel und deine Zahlen im Griff hast, weißt du ganz genau durch Reverse Engineering, wie viele Kunden haben gekauft von denen, denen du ein Angebot gemacht hast, wie viele Kunden haben sich vorher vielleicht aus dem Newsletter abgemeldet, wie viele Kunden haben auf deiner Landingpage auf das Webinar geklickt oder haben auf das Verkaufsoffer geklickt und wie viele Kunden brauchst du dann dafür ganz vorne in deinem Sales Funnel, um hinten dann X Amount of Sales zu machen. Und wenn du das Ganze dann über PPC-Marketing machst, also über Pay-Per-Click, das ist das sogenannte Paid Advertising, wie zum Beispiel über Facebook-Ads, wo du auch deine Zielgruppe super gut abholen kannst und targetieren kannst, dass du deine Ad nur den Leuten ausspielst, die an dir interessiert sind, an deinem Produkt interessiert sind, dann machst du das Ganze planbar. Und wenn du die Zahlen im Griff hast, wenn du genau weißt, ich brauche 2000 Views auf meine Ad, um 100 Leute in das Webinar zu bekommen, von denen dann 50 konvertieren in ein Strategiegespräch, von denen dann 10 kaufen, was mir am Ende des Tages 30.000 Euro Umsatz bringt, dann weißt du ganz genau, wenn du deine Zahlen im Griff hast, wie weit du vorne deine Ad aufdrehen kannst. Weil der einzige entscheidende KPI, Key Performance Indicator, also die Zahl, die Metrik, die dich zu interessieren hat, ist immer der ROI. Nicht der Klickpreis, nicht Cost per Lead oder Cost per Webinaranmeldung oder der CPM, wie viele Leute du erreichst für einen bestimmten Betrag bei Facebook. Das Einzige, was zählt, das machen viele Marketer falsch und haben es noch nicht im Griff, ist, wie viele Sales hast du am Ende des Tages aus dieser Facebook-Ad-Kampagne generiert. Und das ist der sogenannte ROI. Und der ROI ist der Return on Investment. Das heißt, du gibst vorne pro Monat vielleicht 1.000 Euro für Facebook-Ads aus
und hast aber am Ende des Monats 8.000 Euro Umsatz generiert, Revenue. Das heißt, dein ROI ist positiv. Du hast erstmal mehr Umsatz generiert, als du Kosten hast vorne. Und in diesem Fall, wenn du 1.000 Euro zum Beispiel in Facebook investierst und machst daraus 8.000 Euro Umsatz, kannst du deine Ad weiter aufdrehen. Das heißt, du kannst es skalieren. Das ist das Schöne am Skalieren. Und das beste Business, was es gibt, ist ein skalierbares Business. Ein skalierbares Business ist ein Business, wo du alle Zahlen im Griff hast. Wo du genau weißt, wie viel kostet mich ein Sale, ein Customer, um danach dann auch noch zu bestimmen, wie viel ist mir dieser Customer wert. Das ist der sogenannte CLV, Customer Lifetime Value. Das heißt, du kannst später noch Upsells machen, Downsells, Cross-Sales. Aber erstmal ist ganz wichtig zu wissen, wie ist mein ROI? Was kostet es mich, einen Interessenten über Facebook abzuholen, der am Ende des Tages kauft? Wie viele Interessenten muss ich vorne reinschieben in den Sales Funnel, in den Verkaufstrichter, damit ich einen Sale generiere? Und wenn du jetzt zum Beispiel 1.000 Euro Facebook-Ad-Kosten hast und machst damit 8.000 Euro Umsatz, dann kannst du das hochskalieren auf 2.000 Euro Facebook-Budget und machst dann 16.000 Euro Umsatz. Also gerade bei Facebook, es gibt über 40 Millionen Menschen auf Facebook im deutschsprachigen Bereich, kannst du deine Ads, wenn du deinen Sales Funnel im Griff hast, erstmal unendlich hoch skalieren. Also da ist erstmal kein Limit gesetzt. Roland sagt, er weiß nicht, was er verkaufen soll. Das ist natürlich ein Problem, wenn du noch kein Produkt hast, solltest du wissen, was ist deine Passion, was ist deine Leidenschaft, worin bist du gut, was sind deine Skills und wofür gibt es auch eine Nachfrage. Das ist der sogenannte Sweet Spot. Was kannst du, wo hast du Know-how, das andere vielleicht nicht haben in dem Bereich? Hast du vielleicht Zugänge zu Produzenten? Kannst ein Produkt vielleicht kreieren? Um dann zu schauen, wo ist die Nachfrage nach diesem Produkt? Und ist das auch wirklich meine Leidenschaft? Ja, das macht am Ende des Tages ganz oft den Unterschied, ob jemand ausbrennt oder weitermacht. Und du musst verkaufen können. Wenn du als Unternehmer überleben willst, brauchst du Kunden und du brauchst Leute, die deine Produkte kaufen. Und das Ganze musst du planbar aufsetzen. Es bringt nichts, sich abzurackern, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen, jeden Tag ein Facebook Live, jeden Tag einen Blogartikel zu schreiben, jeden Tag eine Podcast-Folge zu machen, ohne dass du ein Produkt hast. Das ist wie wenn du irgendwie dich in dein Auto setzt, losfährst und irgendwann geht dir der Sprit aus. Weil du gar nicht weißt, wo du hinfährst, wo du hin willst. Du hast gar kein Ziel. Das Ziel muss sein, immer den Sale zu machen, Produkt am Ende des Tages zu verkaufen. Und das Schlimme, was passiert bei diesen Menschen, die ganz viel Content kreieren, aber nichts verkaufen, kein Produkt haben oder sich zu schade sind, Angst haben, irgendwas zu verkaufen, die brennen irgendwann aus. Weil dann der Energieausgleich nicht mehr stimmt. Das heißt, du gibst, aber es kommt nichts zurück. So ein richtiger Abfuck. Es ist super frustrierend, auch für dich als Unternehmer. Darum brauchst du ein Produkt und du brauchst planbares Marketing und dafür brauchst du einen Sales Funnel. Und ein Sales Funnel ist einfach eine Prozessabhandlung, wie du deinen Kunden sicher zum Ziel führst, das Angebot pitchst und am Ende den Sale machst. Und das ist eigentlich so die große Magie von einem Sales Funnel. Wenn du wie Roland bist, der noch gar kein Produkt hast, solltest du auf jeden Fall mit dem Produkt anfangen. Und wenn du ein Produkt hast, das haben auch viele Unternehmer das Problem, die haben ein Produkt, aber sie verkaufen es nicht, sie bieten es nicht an, sie haben Angst vor Zurückweisung, vor negativen Kommentaren, vor dummen Kommentaren. Guess what? Haters gonna hate. Egal, was du anbietest, was du machst, die Leute werden es scheiße finden. Es wird immer ein paar Leute geben, die es scheiße finden. Aber sollte das dich davon abhalten, wenn du ein geiles Produkt hast, dein Produkt anzubieten und rauszugehen und zu sagen, ich kann dir helfen? Ich habe genau das, was du brauchst? Natürlich nein. Es ist nämlich verdammt nochmal deine Pflicht, anderen Menschen zu helfen. Sonst wäre es ein Disservice, wenn du dein Produkt nicht anbietest. Also keine Scheu rauszugehen, wenn du ein Produkt hast, und dieses Produkt auch anzubieten, aber das dann auch geplant, um mit Strategie und strategisch anzubieten durch den Sales Funnel. Und nicht hier und da mal eine E-Mail rauszuschreiben und sagen, hier übrigens kannst du auch ein Coaching von mir kaufen oder du kannst mein E-Commerce-Produkt kaufen
oder ich biete Kaffee an. Das muss man alles planbar aufsetzen, so dass du genau deine Zahlen im Griff hast. Wir wissen genau, wie viel Adspend wir brauchen, um 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 Euro an Umsatz pro Monat zu generieren. Wenn du einmal deine Zahlen im Griff hast, kannst du den Ad-Account vorne ohne Ende aufdrehen. Wenn du jetzt sagst, ich habe ein Produkt oder ich bin Experte in irgendwas, aber ich weiß nicht genau, wie ich mich positionieren soll, wie ich kommunizieren soll, wie ich das verkaufen soll, dann können wir dir helfen. Hier kommt noch eine Frage von Katharina, die sagt, für mich als Dienstleister sehe ich das kritisch, wenn ich eine Ad starte und dann kommen ganz viele Anfragen, kann ich die ja gar nicht alle bedienen im Zweifelsfall und dann wirkt es ja eher negativ, oder? Ja, also erstmal ist es ein Luxusproblem, wenn du ganz viele Anfragen bekommst und zweitens, auch dabei können wir dir helfen. Da ist nämlich der Trick und die Magie, dass du das Ganze skalierbar aufsetzt. Wenn du jetzt Dienstleister bist, das klingt so, als ob du Coaching vielleicht anbietest, dann musst du nicht One-on-One-Coaching machen, sondern du kannst das Ganze als Gruppencoaching aufbauen. Und das kann man dann skalieren. Das heißt, du musst dir Systeme schaffen, wie du dein Unternehmen skalieren kannst. Ansonsten bist du quasi immer das Limit von deinem eigenen Unternehmen. Weil der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur 7 Tage und du arbeitest dich einfach zu Tode, ohne dass du dein Einkommen skalieren kannst. Das heißt, Ziel ist, ein skalierbares Online-Business aufzubauen und das geht auch als Coach, Experte, Trainer, Berater und wir können dir dabei helfen. Und was wir machen bei uns in unserem DNX-Coaching-Programm ist, wir arbeiten mit dir an deiner Positionierung, wir arbeiten mit dir an der Kommunikation, wir setzen mit dir zusammen ein skalierbares Online-Produkt auf, das du unendlich Male verkaufen kannst, ohne dass du deine Zeit gegen Geld tauschst und wir setzen mit dir ein Sales-Funnel auf, mit dem du planbares Marketing machen kannst, wo wir uns genau die Zahlen angucken, wie musst du deine Ad aufdrehen, um am Ende des Tages 10.000, 20.000, 30.000 Euro Umsatz pro Monat zu generieren. Und wenn du wissen willst, wie wir das genau machen, dann geh jetzt hier auf diese URL, dnxcoaching.de und bewirb dich für ein kostenloses Strategiegespräch bei uns. Und was dann passiert ist, du gehst auf einen Call, auf ein Gespräch mit einem von unseren Strategiecoaches. Wir schauen uns ganz genau an, wo stehst du, für Voraussetzungen hast du, wo willst du hin und wie können wir dir dabei helfen. Also wenn du ein Experte bist, ein Coach, ein Trainer, ein Berater, es geht übrigens auch für Agenturen, wir haben bei uns als Kunden auch Online-Marketing-Agenturen, die ihr Business skalierbar aufsetzen wollen, dann geh jetzt auf www.dnxcoaching.de, bewirb dich für ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen, wo du stehst, wo du hin willst und erklären dir ganz genau, wie wir dir helfen können, das Business online und skalierbar aufzusetzen. Und es kann sein, dass die Gespräche ausgebucht sind. Das ist uns jetzt schon oft passiert. Ich glaube auch letzte Woche, als ich live gegangen bin. Dann lass dich davon nicht abhalten und schreib uns eine E-Mail an team@dnxunlimited.de und wir kümmern uns dann darum, dass wir einen passenden Termin finden, bei dem wir dann zusammen auf den Call gehen und gucken, wie wir dir helfen können. Yes, that's it. Lasst mir mal ein paar Likes oder Herzchen da, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet aus diesem Facebook Live, wenn ihr noch eine Frage habt, haut sie schnell in die Kommentare. Ansonsten mache ich jetzt gleich dicht, weil hier ist schon relativ spät in Australien, wir haben jetzt 22:45 und ich muss gleich ins Bettchen, damit wir morgen wieder fit sind. Aber nochmal Takeaway für dich, hab keine Scheu zu verkaufen, weil wenn du dieses Facebook Live siehst, dann bist du bei uns in der DNX Community, dann bist du ein cooler Mensch, der geile Sachen macht und du hast ein geiles Produkt am Start, was anderen Menschen hilft und dann ist es verdammt nochmal deine Pflicht, auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es dich gibt. Wie ich euch jetzt darauf aufmerksam mache, dass es unser Coaching-Programm gibt, was Next Level ist, was es so in Deutschland in der Form noch nie gegeben hat, in dem die besten Coaches zu den verschiedensten Themen aus ganz Deutschland vereint sind. Neben Yara Joy und mir sind bei uns in dem Coaching-Team noch Coaches zum Thema Mindset, zum Thema Facebook-Ads. Da geht es genau um diesen Funnel. Wir haben Coaches drin zum Thema Kommunikation. Wir haben Coaches drin zum Thema Verkaufen. Also genau die Komponenten, die du brauchst, um als Unternehmer erfolgreich zu werden. Und um als Unternehmer erfolgreich zu werden, brauchst du planbares Marketing mit einem Sales Funnel. Und wenn du sagst, das hört sich gut an, das will ich, das brauche ich auch, dann
Geh auf dnxcoaching.de, bewirb dich für ein kostenloses Strategiegespräch und wir sehen uns dann hoffentlich schon bald bei uns im dnxcoaching-Programm. That's it. Peace and out. Ich sende euch Licht und Liebe aus Australien. Zuerst einmal tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, das DNX Unlimited Premium Coaching. Möchtest du endlich raus aus der Zeit gegen Geldfalle, endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du bist Coach, Trainer, Berater oder Speaker und hast Expertenwissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Und zusätzlich bekommst du von uns auch das E-Book Der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Und das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzer Zeit von 0 auf über 18.000 Mitglieder gewachsen und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur tolle Menschen am Start und es findet jeden Tag super viel Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und diesen Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main Event Speakern und den DNX Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX Event, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Masterclass, in der DNX-Community und live auf dem DNX-Event in Berlin. Peace and out.